Moin Leute, ich bin's Jan und in diesem Video zeige ich euch mein Schreibtisch-Setup und erkläre, worauf ihr beim Einrichten eures Homeoffice-Arbeitsplatzes achten müsst und welche Geräte ich empfehlen kann. Viel Spaß! Vielen Dank an den AFB-Shop, der mich bei diesem Video unterstützt hat und bei dem ihr PCs, Laptops, Monitore und Zubehör general überholt mit Garantie kaufen könnt. Das Besondere am AFB-Shop ist, dass dieser ein gemeinnütziges Unternehmen ist, bei dem ca. die Hälfte der Mitarbeiter eine Behinderung hat. Außerdem ist der Kauf von gebrauchten, wiederaufgewerteten Geräten ressourcenschonend und somit gut für die Umwelt. Ein Link zum Shop ist in der Beschreibung und wenn ihr mehr Videos über Technik sehen wollt, dann abonniert mich gerne. Bevor wir zu den technischen Geräten kommen, fangen wir mit den Möbeln an. Den Kern meines Setups bildet mein Schreibtisch. Diesen habe ich seit meiner Schulzeit und er ist nichts Besonderes. Leider kann man ihn auch nicht in der Höhe verstellen, sodass man nicht im Stehen daran arbeiten kann. Im Büro meines Hauptjobs habe ich einen solchen höhenverstellbaren Schreibtisch und es tut wirklich gut, abwechselnd im Stehen und Sitzen zu arbeiten. Vielleicht besorge ich irgendwann noch einen höhenverstellbaren Schreibtisch für mein Homeoffice-Setup. Als Schreibtischstuhl habe ich einen IKEA Langfjell mit hoher Rückenlehne und ohne Armlehnen. Dieser ist höhenverstellbar, hat Rollen und man kann damit kippeln. Ist auf jeden Fall ein bequemer Stuhl. Achtet bei der Wahl eures Schreibtisches und Stuhls unbedingt auf die richtige Höhe, sodass ihr ergonomisch daran arbeiten könnt. Ich habe euch mal eine Website in der Beschreibung verlinkt, wo ihr die richtigen Höhen abhängig von eurer Körpergröße berechnen könnt. Am Rand meines Schreibtisches befindet sich ein Kabelmanagement-Clip, an dem ich die wichtigsten Kabel zum Aufladen meiner Geräte schön organisiert habe. Unter dem Schreibtisch habe ich noch einen IKEA Erik Rollcontainer für Stifte, Papier und Kleinkram. Hier habe ich darauf geachtet, dass dieser nicht zu groß ist, sodass ich unter dem Schreibtisch noch genug Platz für meine Beine habe. Kommen wir nun zu meinen technischen Geräten. Der Blickfang und das wichtigste Gerät ist mein 16 Zoll Retina MacBook Pro von Ende 2019. Dieses nutze ich seit ca. 5 Monaten und bin extrem zufrieden damit. Hauptsächlich schneide ich damit Videos für meinen YouTube-Kanal. Ich habe ihn mit USB-C an den Strom angeschlossen und mit einem zweiten USB-C-Kabel an meinen Monitor. Ich habe übrigens in der Beschreibung alle gezeigten Produkte mal verlinkt, da könnt ihr ganz einfach den Preis nachschauen. In meinem Hauptjob arbeite ich derzeit auch aus dem Homeoffice. Meinen Windows Phone Laptop kann ich auch einfach per USB-C an den Monitor anschließen, sodass ich die beiden Geräte bei Bedarf einfach austauschen kann. Ich habe mal recherchiert und auch meine eigenen Erfahrungen einfließen lassen, um eine Tabelle zu erstellen, die die ungefähren Voraussetzungen an einen Laptop oder PC je nach Anwendungsgebiet zeigt. Das alles ist sehr grob und passt im Detail auch vielleicht nicht für jeden, bietet aber einen guten Anhaltspunkt, worauf man beim Kauf eines neuen Geräts achten sollte, sodass man es lange nutzen kann. Fotobearbeitung ist zum Beispiel natürlich auch mit Windows möglich. Ich persönlich finde da nur macOS besser. Auch die Anforderungen an die Festplattengröße sind sehr individuell, kauft aber auf jeden Fall eine SSD. Und bei der Bildschirmgröße zählt persönliche Präferenz auch sehr stark. Wie gesagt, das alles sind grobe Orientierungsangaben und nach oben ist da kein Ende. Gerade beim Gaming ist je nach Spiel eine vielfach höhere Ausstattung nötig. Als Eingabegerät benutze ich das Apple Magic Keyboard und die Magic Mouse 2. Ich habe auch mal mit dem Magic Trackpad und einer Logitech MX Master gearbeitet, kam aber mit der Magic Mouse am besten klar. Die Gestensteuerung damit ist einfach extrem praktisch, nur mit meinem Windows Firmenlaptop läuft sie nicht so gut, daher wäre hier eine Logitech Maus, mit der man schnell zwischen mehreren Geräten wechseln kann, eigentlich praktischer. Generell sollte man einfach darauf achten, dass die Maus bequem für einen selbst ist. Zu manchen der gezeigten Produkte hier auf meinem Schreibtisch habe ich auch Videos gemacht, die habe ich in der Beschreibung verlinkt. In der Mitte meines Schreibtisches habe ich einen 28 Zoll Samsung 4K Monitor stehen. Diesen habe ich mir hauptsächlich zum Schneiden meiner Videos angeschafft. Die Bildschirmgröße ist mit 28 Zoll perfekt für meinen Einsatzzweck und auch die Auflösung ist überragend. Einziges Manko ist vielleicht, dass ich damit meinen Mac nicht laden kann, sodass ich zwei anstatt einem USB-C Kabel brauche. Das ist aber insbesondere hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses zu verkraften. Bei der Wahl des Monitors spielen viele Faktoren eine Rolle. Als Mindestgröße empfehle ich 22 Zoll, damit man genug Platz zum Arbeiten hat. Wenn man oft mit mehreren Fenstern nebeneinander arbeitet, lohnt es sich auf 24 Zoll oder sogar noch höher zu gehen und beim Videoschnitt dann auch gerne bis 30 Zoll, um zum Beispiel bei Final Cut die Timeline, das Vorschaufenster und auch alle anderen Werkzeuge groß genug darzustellen. Die Auflösung sollte man so hoch wählen, wie es das Budget erlaubt. Minimum ist hier meiner Meinung nach 1920x1080 Pixel, also Full HD. Wer es etwas schärfer mag, kann dann auf 1440p gehen oder sogar auf 4K. Das ist besonders bei Displaygrößen Richtung 30 Zoll empfehlenswert, um ein scharfes Bild zu haben. Unter dem Monitor habe ich noch eine Erhöhung stehen, unter der sich meine drei externen Festplatten befinden. Zwei davon sind für meine YouTube-Videos und für Fotos. Die kleinere in der Mitte nutze ich ausschließlich für Time Machine Backups meines Macs. Etwas hinter dem Monitor versteckt habe ich noch zwei kleine Logitech-Lautsprecher stehen. Diese haben keine extrem gute Soundqualität, sind aber in meinen Augen absolut ausreichend und haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Lautsprechern, das ich kenne. Sie kosten nur etwas mehr als 10 Euro und sind per Klinkenstecker direkt an den Monitor angeschlossen, der das Soundsignal dann vom USB-C-Kabel des MacBooks bekommt. Neben dem
Fernsehmonitor steht dann noch meine Schreibtischlampe. Diese lässt sich in Farbtemperatur sowie Helligkeit verstellen, was definitiv eine sinnvolle Funktion ist. Außerdem gibt es noch einen USB-Port an der Seite, an dem man bei Bedarf sein Smartphone laden kann. Wenn euch die genauen Modelle interessiert, Link zu allen Produkten ist in der Beschreibung. In der Ecke steht dann noch mein Brother Laserdrucker. Generell versuche ich möglichst wenig zu drucken, um Ressourcen zu schonen. Manchmal geht es aber nicht ohne, sodass es praktisch ist, sie zu haben. Ich versuche übrigens, die meisten meiner Dokumente zu digitalisieren. Dazu nutze ich die Scan-Funktion der Dropbox iPhone App und speichere die gescannten Dokumente anschließend auf meinem Mac. Das kleine Highlight meines Schreibtischs ist ein Dual Wireless Charger, der etwas nach der bisher nicht veröffentlichten Apple AirPower Ladematte aussieht. Auf diesem kabellosen Ladepad kann man zwei Geräte gleichzeitig laden. Entweder zwei Smartphones oder Smartphone und AirPods mit kabelloser Ladehülle. Diese AirPods nutze ich auch gerne für Telefonate oder Telefonkonferenzen. Mein iPhone habe ich übrigens immer im Nicht-Stören-Modus, sodass der Bildschirm nicht aufleuchtet und mich nicht von der Arbeit ablenkt. Nur bei Anrufen leuchtet der Bildschirm auf und das iPhone vibriert. Wie zufrieden seid ihr mit eurem Schreibtisch-Setup und gibt es noch irgendein Gerät, was ihr euch in nächster Zeit anschaffen wollt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Link zum AFB-Shop und zu allen gezeigten Produkten ist in der Beschreibung. Abonniert mich gerne, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.